Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hamburg. 200 Euro bezahlt für uns beide. Und da war halt dann keiner mehr. Und dann stand da so ein Zettel, dass wir uns bei der Shell-Tankstelle doch bitte den Schlüssel abholen. Service hat man hier eigentlich überhaupt gar keinen. Parkplatz gibt's auch. Krass, das kann ja gar nicht so schlecht sein. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hamburg. Erstmal zu dem günstigen Hotel. Also wir sind bei 25 Euro pro Person. Wir sind jetzt angekommen in dem günstigeren Hotel und wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich auch, also mit Garantie schlechterem Hotel. Oh, was sagen Sie denn? Hör mal. Ist nicht so schön. Ne? Ja. Also die Parkplatzsituation ist sowieso ein bisschen fragwürdig. Also wir haben so ein bisschen außerhalb geparkt halt. Also die haben keinen extra Parkplatz hier. Den Parkplatz haben wir allerdings nicht gefunden und der wäre auch nicht umsonst gewesen, sondern hätte, glaube ich, 9,50 Euro oder so gekostet. Da stand, was aber, glaube ich, in der E-Mail nicht stand, dass die bis 18 Uhr Check-in haben. Das heißt, wir sind um 18.40 Uhr und dann hier angekommen. Ich habe auch erst danach gesehen, also nachdem wir schon eingecheckt hatten, dass ich eine Mail bekommen hatte, wo die uns erläutert haben, dass man nach 18 Uhr eben nicht mehr einchecken kann und wie das Ganze dann abläuft. Also im Grunde genommen das, was man uns dann am Telefon auch erklärt hat, wurde uns dann auch in der E-Mail erläutert. Allerdings ein bisschen zu spät. Und da war halt dann keiner mehr. Und dann stand da so ein Zettel, dass wir uns bei der Shell-Tankstelle doch bitte den Schlüssel abholen. Dann sind wir mit unserem kompletten Gepäck zur Shell-Tankstelle gelaufen und haben da den Schlüssel geholt. Und im Endeffekt hat man dann auch gar nicht verstanden, wie man hier reinkommen soll. Da mussten wir dann eine Nummer anrufen und sie haben uns dann übers Telefon die Wegbeschreibung gegeben. Jetzt das Zimmer soll wohl, das hier ist unser Zimmer, glaube ich, meinte der. Versuchen wir mit der Karte die Karte da dran zu halten. Ja. Ja? Ja. Ach krass, cool. Weißt du nicht, was so cool ist? Da kommen Sie rein, Frau. Wir sind dann erstmal nach oben gegangen, also diese enge Treppe mit dem großen Koffer und haben dann gecheckt, dass unser Zimmer eigentlich unten ist. Und mussten das Ganze dann wieder runterschleppen. Nicht gleich ein. Sie hat es geschafft. Also für Leute, die jetzt zu Fuß nicht so mobil sind, ist das auf jeden Fall nichts. Keine Toilette hier? Scheiße. Also wir haben so eine allgemeine Toilette, glaube ich, ne? Ja, hier ist so eine allgemeine. Also Service ist irgendwie jetzt nicht so on point. Nee, Service hat man hier eigentlich überhaupt gar keinen, ja, ehrlicherweise. Stimmt. Ja gut, eine Telefonnummer, die man halt entweder bis 18 oder bis 22 Uhr erreichen kann und danach nicht mehr. Wir haben halt hier so einen Flur, jeder hat so ein kleines Zimmer, wir haben irgendwelche Nachbarn, die wir nicht kennen. Auf der Internetseite stehen übrigens auch Zimmer zur Verfügung, wo man ein eigenes Badezimmer hat. Kann sogar ein Zimmer mit einer Gemeinschaftsküche buchen. Ja, und das Badezimmer, das wurde auf der Internetseite eigentlich ganz hübsch und sauber dargestellt. Ja, und vor Ort hat uns dann das hier erwartet. Wir sollten eigentlich ein Badezimmer mit einer Dusche und einem Klo haben, aber... Das ist halt außerhalb, also außerhalb des Zimmers. Und wir wollen da beide auch nicht duschen gehen. Wegen der Lage wollten wir sagen, ne? Ja, Lage ist okay. Wir sind halt mit dem Auto 5 Minuten von der Reeperbahn entfernt. Also wir sind schon relativ zentral. Die Gegend ist so ein bisschen assi, würde ich sagen. Ja, viel Graffiti an den ganzen Hauswänden. Ja, gut, Essen. Da gibt's nicht so viel zu sagen, denn hier gibt's nichts zu essen. Zimmerausstattung ist auch so lala. Also es gibt weder Handtücher noch Duschzeug noch ein Föhn. Wobei, ich glaube, Duschzeug war da, aber das würde ich jetzt auch nicht benutzen. Aber so ein Das sah aber so eher aus wie, ne? So ein... Wie von jemandem, der hier auch irgendwie... Ja, okay, das kann natürlich, oder? Auch sein. Handtücher gab es zwar nicht, aber auf der Internetseite stand, dass diese nach den Richtlinien gewaschen werden. Dafür müsste man nur erstmal welche haben. Wir haben kein WLAN. Also es ist wirklich so eine Notunterkunft, würde ich sagen, wenn man wirklich gar nichts mehr findet, wo man übernachten kann. Ja, wobei das halt auch schon wieder kritisch ist, weil man will ja auch irgendwo Zähne putzen, duschen gehen. Und das ist hier irgendwie nicht so möglich. Und jetzt, was machen wir zwei noch? Wir gehen jetzt was essen. Genau. Und dann machen wir wahrscheinlich hier auch nicht mehr so viel, außer schlafen gehen. Sonst hatten wir, glaube ich, alles, ne? Wie gemütlich sind die Betten? Die Betten sind eigentlich schon gemütlich, würde ich sagen. Ja, kann man machen. Ja. Zusatzangebote gibt es hier überhaupt nicht. Also es gibt weder
Fitnessstudio, noch eine Sauna, noch irgendwas. Ja, das wäre ja auch viel zu viel verlangt. Also. Ja, aber für 50 Euro hätte ich trotzdem ein bisschen mehr erwartet. 25 Euro pro Person. Also ich hätte zumindest, das, was ich zumindest erwartet hätte, wäre, dass man hier vernünftig duschen gehen kann. Ja. Und aufs Klo gehen kann. Ohne sich irgendwas einzufangen oder... Oder ohne sich zu ekeln. Aber ich hätte schon gedacht, dass wir unser eigenes Badezimmer haben. Ja, dass es nicht so auf dem Flur ist. Der Außenbereich mit den Gartenmöbeln und die Terrasse, von der online gesprochen wird, der sah übrigens so aus. Einfach videoüberwacht. Ja, da kann man sich jetzt seine eigene Meinung zu bilden. Und Haustiere waren da auch nicht erlaubt, wobei die wahrscheinlich auch nicht den großen Unterschied gemacht hätten, was jetzt die Sauberkeit angeht. Also ich glaube, ich würde sogar am ehesten das hier nehmen. Da ist auch so ein Fitnessraum noch mit bei. Sind, wie man an der Kulisse vielleicht sehen kann, jetzt in dem teureren Hotel. Also wir haben insgesamt 200 Euro bezahlt für uns beide. Da ist jetzt halt Frühstück mit drin, Sauna ist da mit drin. Der Parkplatz ist da mit drin. Und Fitnessstudio, also so Fitnessstudio habe ich mir aber schon vorher gedacht, ist ein bisschen hochgegriffen, also so wirklich das krasse Gym haben die jetzt nicht. Nö, aber die haben ein paar Hanteln da. Genau, also die man haben kann Laufband. Auf jeden Fall ein bisschen trainieren da. Uns wurde der Koffer nach oben getragen. Genau, wir sind reingekommen. Er hat das gesehen und hat uns direkt alles abgenommen. Also alles ist übertrieben, aber der hat uns direkt die schweren Sachen abgenommen. Voll der Unterschied zu dem anderen, wo einfach niemand anwesend war. Bei dem ersten Hotel, was so günstig war, da war so eine Karte, die man ausfüllen musste. Und da musste ich meine Adresse angeben und irgendwie hatte ich voll das komische Gefühl, denen meine Daten zu geben, weil da war ja niemand so, der uns irgendwie bedient hat oder so. Und da war das einfach so, da hatte ich irgendwie voll das Vertrauen, so meine Adresse und meine Telefonnummer und sowas zu hinterlegen. Und Mena meinte so, ja, jetzt einmal habe ich das erlebt, da haben die uns das bis aufs Zimmer getragen. Und dann hat er uns das tatsächlich auch bis aufs Zimmer getragen. Es ist sehr sauber auf jeden Fall. Voll, es ist richtig sauber. Es gibt eine Kaffeemaschine auf dem Zimmer. Genau. Und Wasser, Pflegeprodukte. Und wir haben so Touchpads an den Seiten, um das Licht einzustellen. Ich werde angerufen. Ist das die Nummer? Ja, dann geh einfach kurz dran. Madalena, hallo? Also wie man gerade gehört hat, haben wir uns für morgen eine Massage gebucht. Also das gibt's auch, aber das ist halt, kostet halt extra. Dann kann man hier so einen Whirlpool, so einen Jacuzzi buchen, aber das ist, glaube ich, eher was für Pärchen. Also haben wir jetzt nicht gemacht. Genau, und die haben zwei Saunen hier also, und so eine Bar. Dann gut, Parkplatzmöglichkeit haben die auch... Also direkt in so einer Garage, direkt unterm Hotel drin. Das ist voll praktisch. Lage blende ich hier ein, aber ich glaube auch relativ zentral. Okay, kommen wir zur Bewertung von dem Ganzen. Also das Hostel hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir hätten uns für das Geld, auch wenn es wenig war, wenigstens eine saubere Dusche gewünscht und auch beispielsweise Handtücher oder Pflegeprodukte. Ja, das Personal zu bewerten ist schwer, wenn keins vor Ort war. Der am Telefon war aber freundlich und ja, relativ geduldig mit uns. Also von der Ausstattung her war es nicht gut. Der Smiley wäre dann eher der letzte gewesen. Die hatten zwar angegeben, was sie zur Verfügung haben, aber entweder waren die Dinge nicht da. Also es gibt weder Handtücher. Oder aber, ja, sie sahen halt eben nicht so einladend aus, wie man sich das dann vorgestellt hat. Bei der Sauberkeit hätte ich vielleicht doch eher den danach nehmen können, also den besseren Smiley. Also das Badezimmer war zwar wirklich dreckig und da hat man sich nicht wohl gefühlt, aber wenigstens unser eigenes Zimmer war sauber. Also der Komfort ging so, das ist genau wieder dasselbe. Also ganz so wohl haben wir uns jetzt nicht gefühlt, aber
wenigstens unser eigenes Zimmer war halt eben gemütlich. Und ich persönlich fand die Betten auch gemütlich, aber meine Schwester meinte, sie hatte Rückenschmerzen, als sie am nächsten Tag aufgewacht ist. Preis-Leistungs-Verhältnis, da wäre dann eher der vorletzte Smiley angebracht gewesen. Für das Geld kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr erwarten, auch wenn es nicht viel war, aber mehr als das, was wir hatten. Ja, und die Lage, da kann man nichts sagen, die war sehr zentral. Also klar, ein bisschen assi da, aber ist eine gute Lage gewesen. Also wir hatten nicht erwartet, dass wir so freundlich empfangen werden. Den Frühstücksbereich habe ich zwar nicht gefilmt, aber die hatten wirklich alles da. Und der Spa-Bereich an dem Hotel ist so eine Sache, die das Ganze echt besonders macht. Insgesamt habe ich dem Ganzen eine 9 gegeben. Also es waren wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel bei unserem Checkout. Ein Aufzug hat die ganze Zeit nicht funktioniert und bei viel Betrieb kann man sich schon denken, dass man da auf jeden Fall ein bisschen länger wartet. Ich persönlich habe mir unter dem Fitnessstudio ein bisschen mehr vorgestellt, also sprich ein paar mehr Geräte. Und von der Hotelbar habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, zum Beispiel modernere Musik. Das Personal war echt super, also da kann man gar nichts sagen. Und von der Ausstattung her war es auch echt gut. Alles, was sie versprochen hatten, war auch eben da. Sauber war es auch überall und die Betten waren sehr gemütlich. So kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis, also ich fand es sehr gut. Allerdings, was nicht mit im Preis von den 200 Euro, die wir jetzt genannt haben, drin war, sind die Getränke von der Hotelbar und die fand ich persönlich sehr überteuert. Und die Lage vom Hotel ist ebenfalls zentral. Also zusammengefasst von dem ganzen Experiment, es muss ja nicht der größte Luxus sein, aber ich würde auf jeden Fall ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und nicht das günstigste vom günstigsten nehmen, weil man will sich ja schon wohlfühlen und sich wenigstens duschen gehen. Also geben wir lieber ein bisschen mehr Geld aus, als das günstigste vom günstigsten zu nehmen. Aber es muss auch nicht immer das teuerste sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für ein Hotel ich als nächstes testen soll. Das hat nämlich echt mega Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!